Da ist er! Der Boss ist wieder zurück. Ja. Ah, da habe ich irgendwas nicht mitgekriegt. So, da. Ach ja. Und denk dran, wenn du getankt hast, bezahlen. Ja, das funktioniert doch automatisch, oder? Julia, die ist jetzt so stolz drauf, dass sie das erste Mal bezahlt hat. Bist du jetzt still? Ich bezahle immer. Zumindest immer, wenn einer zuguckt. So, ja. Dajan, dann fahr du mal vor und dann fahren das wir hinterher. Das ist aber nett von euch. Nee, das ist Vorsicht. Die Duffs dürfen sowieso immer ganz vorne sein. Weil die langsamsten sind. Ne? Weil die langsamsten sind, genau. Damit wir die nicht verlieren können. Wir das immer. Der Langsamste, der fährt vor. Also, ich weiß ja nicht, was die Leute immer gegen Duff haben. Ich kann dir sagen, was die Leute gegen Duff haben. Vorschlaghammer, Müllpressen. Steine. Erntehölzer. Aber naja, ich mag meinen Duff hier schon. Na, immerhin. Ja, wenigstens einer, ne? Ja, hier, ich nenne ihn ab und zu Duffy Boy. Das ist mein Duffy Boy, ne? Da bist du Bescheid. Ja, klar. Ja, bist du Bescheid. So, 90. Das ist halt, dein, ne? Duffy Boy. Das sagt ja auch einiges über dich aus, ne? Ja, ich weiß ich nicht. War nur so eine Idee. Der transportiert bestimmt viel Duff-Bier, ne? Mit seinem Duff. Ja. Ja. Och, der war so flach, ey. Ich hab selber Schmerzen jetzt. hast du das nicht schon die ganze Zeit? Mhm. Ganz große. Ja. Ist mir schon klar. Ich würde mal sagen, 80 ist eine gute Geschwindigkeit für hier, oder? Ich fahr grad 90. Genau 90. Ja, deswegen sage ich das ja. Ich hätte auch sagen können, ey, fahr mal nicht so schnell, aber ich bin ja gut erzogen. Ich sag dir dann, 80 ist eine gute Geschwindigkeit für hier. Entweder du merkst es oder du merkst es nicht. So, jetzt komm schon, beschleunige. Nein, wenn du von 90 auf 80 willst, musst du dich beschleunigen, musst du abbremsen. Das ist das andere Pedal. Ja, nee, ich habe gerade ein bisschen Tutdolle abgebremst, dann war ich schon wieder bei 70. Ah ja, ist ja auch nicht so einfach. Ich meine, außerdem hast du einen DAF, da können wir das verstehen. Ja. Ja, aber Volvo, ne? Das liegt ja nicht an dem Getriebe, das liegt an dem Schalter. Also an dem, der das Getriebe bedient, der da vorne auf dem Sitz sitzt. Ich hab Automatik. Aber ach so, ja. Ja, wenn das zu kompliziert ist, dann ist das auch in Ordnung. Ja, mit 510 PS kannst du halt nichts rein. Ganz ehrlich, ich finde das ja ganz gut umgesetzt mit den zwei Stufen, ne? Finde ich ja gut umgesetzt, aber ist auch ziemlich umständlich, ne? Weil und überholt gleich einer. Ne, ich weiß gar nicht, ob G27 das einzige Lenkrad ist mit Schaltknüppel. Ich bin mir jetzt ja gar nicht sicher, aber. Nee, ich habe auch eins. Aber ja, ich habe keine Haarschaltung, sondern ich habe nur eine sequentielle, ich, ne? Ich habe ja Haarschaltung, so. Mhm. Und jedes. Da überholt einer, Julia. Fahr mal auf die rechte Spur. Mach ich, ja. Jedes Lenkrad hat, der eine Haarschaltung hat nur sechs Gänge und Rückwärtsgang. Finde ich zwar gut umgesetzt, ist aber sehr umständlich. Und er rammt mich weg, dieser Affe. Du hast dich doch gerade erst reparieren lassen. Ja, deswegen ja. Immer auf die gleichen. Warte mal, ich glaube, es hat gerade geleckt. Weil ja, ein bisschen. Der leckt hier nämlich so rum. Und ich schätze mal, dass ihr es nicht gesehen habt. Drück ich mal. Ich hab's gesehen. Und jetzt bist du langsam. Oh. Ja, weil ich habe nicht gemerkt, dass der Tempomat raus ist. Mhm. Gib mal ein bisschen Gas. Ich bin gerade dabei. Ja, das ist ein Duff. Wo soll er denn herkommen? Aber du weißt, wo das Gas ist, ne? Ja, aber wir sind Duff. Dann nützt das nichts. Da trittst du aufs Gas, dann dauert das eine Weile, bis man davon auch was merkt. Ja, Volvo ist aber auch nicht besser. Aber Mercedes davon ich hab's gewusst. Es hat getroffen. Hast du ihn gut aus der Reserve gehört? Ja, klar. Grauer Wolf spielt Euro Truck Simulator 2. Ja. Wer ist Grauer Wolf, wenn ich fragen darf? Keine Ahnung, das war gerade bei Steam. Deswegen habe ich mich auf Steam auf beschäftigt gestellt. Ja, hätte ich vorher auch mal machen sollen, habe ich nicht dran gedacht. Ja. Ich habe an alles Mögliche gedacht. Ich habe an den Ton gedacht. Muss jemand tanken? Nein, wir haben gerade getankt. Perfekt. So viel frisst mein Volvo auch nicht. So, bei wie vielen Minuten bin ich jetzt eigentlich? Das ist ja die goldene Frage. Ich habe keine Stoppuhr gestartet, ich schlau. Ich auch nicht. Weil, gut, mein Aufnahmeprogramm macht es ja automatisch. Bei 11 Minuten bricht der Ding ab.
Ne, wenn sein muss, schneide ich die halt immer zusammen, aber halt ja. Mit Outer City ist das immer so eine Sache. Wenn ja, der, das wird kompliziert dann für ja, dich. Wenn der in ein Stück aufnimmt, ja, und ich die Zeit nicht weiß, dann ist immer blöd. Aber das wird schon irgendwie mit der. Ich mach das ja immer so, ich guck dann. Wobei, davon brauche ich gar nicht zu reden jetzt gerade. Genau. Und das ist auch jetzt nicht so höllisch interessant. Ja. Die Zuschauer, die schlafen schon ein. Ja, genau. Ich höre sie, bis, ich hör sie schon schnarchen. Vor allen Dingen. Oder nicht? Kann der Teufel sich an die Spitze setzen? Ja, okay. Soll ich? Ja, du sollst. Oh Gott, dann mach es einfach. Nee, ja. Guck mal, da kommt gleich eine Abfahrt. Ich lass das, bis wir gleich an der Abfahrt runter sind. Jo, mittlere Spur. Da. Müssen wir das Schleifchen fahren? Ja, oh, wie süß. Ja. Weißt du was? Ich fahr schon mal hier auf die Spur. Ja, geht einfach mal auf die mittlere Spur oder auf die linke, könnt ihr euch aussuchen. Ja, mir ist das Wurst. Die rechte Spur ist besser. Rechte Spur ist die Schneckenspur und ja. Julia, das sieht doch bestimmt episch aus, wenn ich hier so legge, ne? Ich sehe dich gar nicht mal lecken. Echt? Bei mir ist das so total natürlich. Ich glaube, will mich jetzt, der will. Kauf dir doch mal einen Computer. Ich weiß nicht, ob das auch eine gute Idee ist, ETS 2 im Multiplayer auf dem Handy zu spielen, ehrlich jetzt. Was? Nee, wenn man ein Handy hat, von was 20 Jahre alt ist. Dayan, kann ich rein? Ja, kannst rein. Noch in der Schleife, ey. Ja, guck mal, der ist Jesus da vorne. Wieso? Wächst im Gras aus der Taschen? Ja. Der hat Löcher in der Hände. Hier, mit deinem Da kann ich mich perfekt in das Lenkrad einhaken. Mit deinen Bambusschuhen von Meckes, ne? Von. Ne, jetzt nicht sofort drauf gekommen, aber. Ach, was wollten wir fahren, ja. Und links seht ihr so viel zum Thema bei Steam auf beschäftigt stellen. Da sehen wir gar nichts und das ist gut so. Ja. So, da müssen wir gleich schon wieder ab. Wieder ich hier runter. Jipp. Das ist jetzt hier der Berliner Ring, wo wir gerade so ein bisschen Abfahrtgedöns haben. Retarder habe ich wieder weggemacht von den Tasten. Blöd. Ja, Retarder erhöhen oder so habe ich sowieso nicht. Also ich habe den automatischen Retarder an und das ist gut. Das ist gut. Das ist echt gut. Ja, das ist ja jetzt Berliner Ring hier, ne? Das ist gut. Das ist gut, genau. Warte, ihr Quatsch, jetzt fangt ihr an hier berlinerisch zu schwafeln oder was? Da bin ich doch hingegangen. Da sind sie mir die ganze Zeit zwischen den Beinen rumgelaufen. Boah, ist das AIDS? Da kriegst du ja so ein Eier. Was kriegst du da? Ja, hier, mach mal deinen Bus bei Omsi mal richtig heiß. Dann kommt der Manfred rein. Und dann labert der da. Ja, mein Gott, das ist ja unglaublich. Oder nee, ach, ist egal. Ach, dieser hässliche da mit ja, der Brille. Ja, genau der. Der hat immer was zu meckern, ne? Oh, also. Mein Jotta fährt, ey. Jetzt in der Mitte als ich, bleiben, ne? Jetzt erzähle ich euch mal eine Geschichte von Omsi. Als ich vor, weiß ich nicht, wie lange das her ist, Anfang des Jahres, war das glaube ich so März oder so, erste Mal Omsi 2 hatte. Ich hatte ja vorher noch nie Omsi. Und hab gedacht, jetzt versuchst du das mal. Ich hatte so ein paar Let's Plays gesehen, war angefixt worden. Oh, und dann habe ich erstmal. Wir haben hier einen sehr netten Freund, Silver One. Nummer 764. Ich würde aufpassen, der fährt schon so komisch oder ist ja, gerade schon komisch gefahren. Ich hab schon Bogen rumgemacht. Wir müssen jetzt hier wieder runter, ne? Ja, ich kann mal die Julia weiterreden, meine Fresse. Ja, Entschuldigung. Auf jeden Fall, habe ich die Tutorials da durchgearbeitet und als ich dann endlich soweit war und schaffte das alles, so einzustellen, die Sichten und die Uhrzeit. Alter. Ja, ich hab da gesehen, da ist einer richtig weggeschossen. Ja, ich hab dich gewarnt. Wenn du so nah auffährst, kann ich da nichts für. Jetzt muss ich mich wieder abschleppen lassen, ihr kriegt das Rutzen hier. Selber schuld, oder du lädst das Spiel. Ja, das geht auch, Moment. Ja, ich kann auch gar kein Escape mehr drücken. Ja, dann musst du das Spiel einmal ausmachen und wieder an. F7, ich muss mich mal kurz abschleppen, Moment. So, nach Berlin. So, jetzt muss ich kicken, dass ich lade. Das musst du aber jetzt nicht alles dokumentieren. Mach mal und guck, dass du wieder aufschließt. Auf jeden Fall hatte ich dann das erste Mal in Grunddorf, sollte ich dann die erste Fahrgastfahrt machen.
Und dann habe ich gedacht, so, jetzt hast du das, du kannst jetzt schon den Motor starten, du kriegst Türen auf und zu und die Sichten und das geht alles. Erste Fahrgastfahrt. Ich war natürlich mega nervös, das war ganz früh am Morgen, das war noch dunkel, das war irgendwie so Winterzeit. Wir müssen übrigens wieder ab hier, ne? Ja. Und denke ich so, jetzt hast du noch 2 Minuten, 3 Minuten. Und dann steht dieser Typ da, dieser Dicke mit der Brille, steht draußen im kurzärmeligen Hemd. Und ich denke, oh Mann, das ist ja Winter und das sind noch 3-4 Minuten, lass den schon mal rein, ne? Habe ich schon mal die Türen aufgemacht, damit der schon mal reinkommt. Und meine allererste Fahrt mit Fahrgästen. Und ich war so nervös und da steigt er ein und macht den Mund auf und sagt, sagen Sie mal, machen Sie mal das Licht an, ich will was lesen. Und mault mich an. Am liebsten wäre ich aufgestanden und hätte ihn erwürgt mit meinen bloßen Händen, ehrlich. Ja, ich lass den extra früher einsteigen und der mault rum. Ich hätte ihn am liebsten wieder rausgeschmissen. Ja, erlebt man halt viel. Also habe ich dann erstmal gelernt, wo geht die Innenbeleuchtung an? Ach, das war grusam. Als ich das dann endlich auf die Reihe hatte und die Innenbeleuchtung dann endlich brannte, bin ich losgefahren mit 4 Minuten Verspätung und die anderen haben dann gemeckert, weil ich so spät war. Ach, weißt du, das ist schon ein hartes Brot. Jetzt fahre ich schon seit längerem wieder um sie und ich kann es immer noch nicht, ne? Die Leute meckern und maulen und nur an Gesundheit und machen nur so einen Scheiß, ey. Bei wem tun sie es denn nicht? Ja, ah, ist so. Es ist aber auch so, dass die KI da noch so laggy ist und manchmal stehst du ganz richtig normal gerade an der Ampel, fährt dir einer rein, fump, das merkst du gar nicht. Du biegst ab und 5 Kreuzungen weiter kommt die Meldung, du hast dich von einem Unfall entfernt. Was bitte? Und da werden wir jetzt böse überholt, ja. Es kommt aber früh, dass du das sagst. Jetzt rechts abfahren Richtung Poznan, ne? Ja. Okay, auf die A12. Das sehe ich jetzt nicht. Ich auch nicht. Aber so viele Autobahnen werden in die Richtung nicht gehen. Ja, ist die A12. Ich bin auf einem guten Weg. Also tut mir leid, Leute, ne? Also. Da steht schon wieder ein grüner Scania. Ist das wieder der Peter? Und das fehlte mir gerade noch. Der Peter, ey. VIP. Mhm. Der Peter geht noch einen Meter. Ja, jeder steht vom Abgrund, außer Peter. Der geht noch einen Meter. Aha. Alle Kinder haben Haare, außer Thorsten. Der hat Borsten. Also ich fahre hier ganz vorbildlich. Ich erfülle meine Vorbildfunktion. Na klar. Als 14-Jähriger. Das heißt also, ich nehme mir dann auch ein Vorbild, nimm dich dann auch zum Vorbild und mach das beim nächsten Mal auch so, dass ich beim Konvoi erstmal in der ersten halben Stunde 2-mal abschleppen muss. Böse, Julia. Ja, also das ist empfehlenswert, von einem 14-Jährigen ein Vorbild nehmen. Also, ja. Das ist ein Muss, das funktioniert auch sehr gut. Ja. Dann klappt die Gesellschaft auch viel besser als vorher. Genau. Mhm. Dann zocken alle Ballerspiele und ja. Na. Und jeder hat was zu lachen. Ich bin ja nicht so für Ballerspiele. Also. Jetzt kommt der Duff wieder nicht aus dem Quark, ey. Ja. Na sowas. Ich weiß, woran es liegt. Ich weiß aber, woran es liegt. Ich auch. Ist ein Duff. Ja. Das ist das Hauptproblem. Ja. Naja, ich sag mal so, jeder fährt das, was er am liebsten fährt und ja. Oh, hier ist wieder ein Grüner, der fährt. Der steht. Nee, das ist der VIP. Ach so, der steht hier so ganz komisch. Ja, der stand hier gerade. Ja, der auch. Ist komisch. Oh, guck mal, was für eine schöne Brücke. Oh. Traumhaft. Mach den Mund wieder zu und dann ist ein Spiegel. Ah, ich glaube, du hast noch keine Brücken im Mund, ne? Das geht dir noch nicht so wie mir, wenn ich sing immer morgens mein Brötchen an. Ich sing immer, über 7 Brücken musst du gehen. Also du singst mit einem Brötchen. Nein, ich singe das Brötchen an. Oh, hier ist die Grenze. Oh, wie schön. Ich kann auch sagen, ich gebe meinem Brötchen ein Ständchen. Warte mal, diesen Grenzübergang habe ich noch nie gesehen. Kein Scherz. Es gibt für alles ein erstes Mal. Mhm. Und mit 14 ganz oft, jeden Tag. So, und jetzt kommt eine Mautstation, so. 14, ne? Ja. Das Leben ist nicht einfach, ich sag es euch. Da bin ich mal wieder gegen die Schranke geknallt. Der beste Fahrer. Ich sag dir jetzt nicht, wie sich das anhört. Das hörte sich jetzt an, als bräuchtest du ganz schnell einen Eimer. Ja, so. Scheiße. Das musst du doch jetzt nicht auch nochmal wiederholen.
Das ist jetzt nicht so wirklich appetitlich. Ja, nee, ist klar. Ja, zweite nee. Klasse, hm? Boah, ich krieg euch nicht ein, ey. Ich weiß, woran es liegt, aber ich glaube, ich hab's schon mal erwähnt. Boah, ich weiß jetzt schon, ne? Ich muss das so normalisieren hier. Müssen wir den nächsten so rechts runter? Bei mir müssen wir geradeaus. Geradeaus, ja. Okay. Dann fahren wir auch geradeaus. Ja. Würde ich genauso sehen. Aber ich gebe mein Bestes, irgendwie aufzuholen. Mhm. Das wäre auch irgendwie ziemlich blöd, wenn wir jetzt eigentlich geradeaus müssten, würden trotzdem abbiegen, nur weil wir meinen, geradeaus ist genug gefahren, ne? Wäre doof. Aber ich weiß, dass ihr so seid und deswegen würde ich dann auch rechts fahren. Vorsicht! Wir sind zu dritt!